Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Tutorial und nachdem wir uns jetzt hier durch die Bauteileerstellung und Einrichtung von KiCad gehangelt haben, als nächstes mal ein erster kleiner Schaltplan, wo ich euch einige Tipps zum Erstellen von Schaltplänen geben möchte. Ja, was haben wir hier in unserem Fenster zu sehen? Da ist hier im Schaltplanfenster ganz besonders wichtig die rechte Seite. Und zwar hier insbesondere die Elemente Bauteil einfügen, Spannungsquelle einfügen, dann elektrische Verbindung hinzufügen, einen Bus verlegen, Busse anschließen, Buseingänge auf Buseingänge führen, sowie einen Knotenpunkt hinzufügen. Ganz, ganz wichtig, Netzlabel und hier unten dann erstmal für den Anfänger weniger interessant die globalen Netzlabel und globale Label. Das heißt, hier werden Label vergeben, die zum Beispiel über mehrere Schaltplanblätter gehen würden. Das lassen wir an dieser Stelle aber mal weg. Ganz wichtig auch für den Anfänger noch als Hinweis, hier bitte mit Bus verlegen aufpassen. Man hat hier schnell, wenn man einen Bus verlegt, mal einen Pin falsch angeschlossen und hat dann am Ende die Problematik, dass die Platine dann falsch erstellt wird und man merkt es eigentlich relativ spät. Deswegen empfehle ich gerade für Einsteiger hier mit den grünen Direktverbindungen und mit den Netzlabeln zu arbeiten. Das macht vieles einfacher und in der Regel wird dadurch ein Verlegen eines Busses eigentlich nicht nötig oder überflüssig. Ja, ich habe hier ein paar Bauelemente platziert. Wie machen wir das? Bauelemente platzieren wir entweder, indem wir hier auf unser Bauteil hinzufügen klicken oder die Taste A benutzen mit Einfügen A. Und ich kann jetzt hier, wenn ich A drücke, öffnet sich der Symbol-Auswahl-Dialog und ich kann jetzt hier verschiedene Elemente auswählen und platzieren in meinem Schaltplan. Und hier oben als erstes sehen wir schon mal die History. Das heißt, hier werden alle Bauteile, die schon einmal im Schaltplan vergeben sind oder verlegt sind, nochmal angezeigt. Und ich könnte sie jetzt hier nochmal auswählen, wenn ich ein zweites Funkmodul zum Beispiel anschließen möchte. Ja, ganz wichtig hier bei den Symbolen, gerade zum Beispiel was so Probleme betrifft, ist der Transistor. Bitte hier nicht nach BC547 oder dergleichen suchen, sondern hier einfach nach NPN-Transistor suchen und das Symbol für den NPN-Transistor hinzufügen. Die einzelnen Transistoren sind hier nicht gelistet. Das führt gerade bei Einsteigern immer wieder zur Verwirrung, denn die Footprints werden dann später den einzelnen Schaltplansymbolen zugewiesen. Das ist der Unterschied zwischen Eagle und KiCad zum Beispiel. Es wird hier also wirklich nur das Symbol eingefügt. Das heißt also auch bei Dioden da bitte nach Diode suchen und nicht nach 1N48 irgendwas. Ja, das bitte beachten beim Symbol auswählen für den Schaltplan. Ja, ich habe sie hier eingefügt und jetzt wollen wir mal unseren ersten Draht ziehen und da gibt es auch hier schon verschiedene Möglichkeiten. Mit der Taste W für Wire kommen wir hier in den Drahtziehmodus und ihr seht schon, sobald ich die Taste W drücke, habe ich hier an meinem Cursor den Draht hängen. Mit Escape kann ich das abbrechen, dieses Draht zeichnen. Ich bleibe aber in diesem Modus. Ihr seht das auch hier rechts. Es ist noch unterlegt unter dem Button. Dann sehen wir hier an diesen Pins so kleine Kreise. Die klicken wir hier mal einmal an. Und wir sehen, es wird ein Draht gezogen. Anklicken mit links an dieser Stelle. Und ablegen hier wieder über den Kreis ziehen. Und ebenfalls nochmal links klicken, wird der Draht abgelegt. Die Kreise verschwinden. Damit sieht man auch gleich, dass diese Verbindung auch sauber elektrisch hergestellt wurde. Als nächstes, das ist jetzt hier mal unsere Spannungsversorgung, legen wir hier auch diesen Kreis an, VIN, wir wollen ja beide mit 5 Volt versorgen, sehen wir jetzt hier, wenn ich hier ziehe, zieht sich mein Draht jeweils immer anders. Wie kann ich das verhindern? Ich möchte jetzt hier oben so nach rechts gehen, ich ziehe nach oben, klicke einmal und ziehe dann nach rechts bis auf die nächste Wirelinie und klicke jetzt, wenn ich hier drauf bin, noch einmal und es entsteht ein Knotenpunkt. Das ist also eine elektrische Verbindung. Das heißt, die Pins VBAT und VIN sind jetzt hier mit dem
Connector 1-Pin verbunden, elektrisch. Und es entstehen sogenannte Netzlinien. Dann können wir hier weiter gehen. Wir verbinden jetzt mal hier den Antennenpin mit unserem Koaxialkonnektor. Und hier würde jetzt Folgendes passieren, auch hier an dieser Stelle noch. An beiden Netzen würde jetzt also Folgendes passieren. KiCad vergibt jetzt einen virtuellen Netznamen. Der beginnt mit Net und dann entsprechend einer fortlaufenden Nummer und meistens sind dann hier noch die beiden PIN-Nummern angegeben. Das kann ich natürlich so nicht zuordnen. Gerade später bei den Designregeln, die wir uns noch einrichten werden, wenn wir die Platine erstellen für unterschiedliche Leiterbahnstärken, ist es ganz wichtig, dass ich meine Netze kenne. Ja, und so ein nichtssagender Name Net 12-12-1 oder was auch immer, führt dann nicht weiter. Deswegen fügen wir auch bei solchen Direktverbindungen ein Netzlabel dazu. Wir klicken hier drüben auf Netzlabel, auf die Linie und geben jetzt mal hier ein Antenne. Und mit OK habe ich jetzt hier das Wort Antenne oder dieses Netzlabel am Cursor hängen und ich lege es hier auf der Verbindung ab. Damit bekommt dieses Netz keinen virtuellen Namen mehr, sondern den Namen Antenne und es fällt mir zukünftig leichter, dieses Netz auch sofort zuzuordnen. Jede weitere Verbindung, die ich jetzt hier mit Wire zum Beispiel zu einem zweiten Connector als Beispiel legen würde, theoretisch, wenn er denn da wäre, würde jetzt auch den Namen Antenne haben. Das gleiche tun wir jetzt hier drüben mit der seriellen Schnittstelle auf dieser Seite vom DAA18-Modul. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann hier mit der Taste W wieder den Wire-Modus einschalten und führe jetzt hier mein Draht so herum auf den TX-Eingang. Ich muss ja kreuzen von TX auf RX. Das ist natürlich machbar, sobald es nicht allzu viele Drähte sind, aber irgendwann wird das verdammt unübersichtlich. Deshalb gibt es auch hier eine zweite Möglichkeit. Ich breche mit Escape ab. Da ich noch nicht abgelegt hatte, wird das ganze Netz gelöscht. Ich gehe hier auf meinen RXD seriellen Empfangs, also Empfangseingang, ziehe den Draht etwas raus und mit Doppelklick lege ich ab. Das gleiche tue ich hier mit TX. Auch hier lege ich mit Doppelklick ab. Dann wechsle ich in den Netzlabel-Modus und klicke hier auf das Viereck und gebe jetzt ein RXD. Ich kann das jetzt immer noch frei bewegen. Ich ziehe das hier auf dieses Viereck. Mit der Taste R kann ich zweimal rotieren, dann liegt es auch richtig lesbar am Draht. Und ihr seht, das Viereck verschwindet. Damit ist die elektrische Verbindung hergestellt. Das gleiche tun wir hier mit TXD. Mit der Sendeleitung. Auch hier wieder mit R zweimal rotiert, liegt das hier rum. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mit Escape abbrechen, über dieses einzelne Symbol gehen, die Taste C drücken und für kopieren. Und ich kann das jetzt hier einzeln beide rüberlegen. Ich kann das auch anders machen. Mit Escape komme ich hier wieder in den Cursor-Modus. Ich lege hier ein kleines Fensterchen drüber. Damit sind beide markiert. Jetzt funktioniert allerdings nicht die Taste C, sondern ich muss eine Gruppe kopieren. Das geht mit Steuerung C bzw. mit der rechten Maustaste Gruppe kopieren, Steuerung C. Wir machen das so und dann sollte der das eigentlich auch gemacht haben und ich setze die mal hier drüben wieder mit Steuerung V ab. Mit Steuerung V wird die wieder eingefügt, hängt jetzt hier an meinem Cursor und ich kann sie platzieren. Wir müssen noch tauschen, wir müssen ja die Leitungen kreuzen, also RXD muss hier auf TXD. Das heißt, ich gehe mit meinem Cursor hier auf das Viereck, drücke die Taste M und kann jetzt RXD bewegen. Das gleiche tue ich jetzt hier mit TXD, ich ziehe es hier nach oben, schiebe das RXD hinten dran, gehe mit W in den Wire-Modus. Wir sehen, wir sind hier im Wire-Modus, er fängt dann an der Stelle an, wo gerade mein Cursor steht. Einmal Escape, bin ich erstmal unterbrochen im Wire-Modus, gehe jetzt hier auf meinen Pin, ziehe hier rüber, beide Kreise bzw. Vierecke verschwinden, damit ist das Netz verbunden. Wir haben also jetzt hier quasi einen Draht hier rübergelegt und
beide Netze sind mit RxD und TxD verbunden. Das heißt, später bei meinen Designregeln, die ich erstelle, werde ich sehen, dass ich das hier mit RxD, TxD zuweise. Als nächstes müssen wir an dieser Stelle ein Power-Symbol einfügen, denn das ist ein Pin und KiCad weiß ja nicht, was mit diesem Pin ist. Wir müssen also KiCad hier mitteilen, dass es sich um eine Spannungsversorgung handelt. Und in dem Fall haben beide hier 5 Volt plus und ich gehe also hier auf den Button oder auf den Bereich Spannungsquelle hinzufügen. Ich klicke jetzt hier wieder rein, ich bin jetzt im Power-Modus und da ich ja 5 Volt haben möchte, drücke ich hier 5V und ich sehe schon, ich komme hier auf diesen Power-Flag 5 Volt. Das ist kein Pin, das ist nur ein Hinweis, auf gut Deutsch gesagt, der KiCad sagt, jawohl, an dieser Leitung liegen 5 Volt plus. Auch hier machen wir wieder mit der Steuerung W, Wire-Taste, eine Verbindung. Das heißt, dieses Netz liegt jetzt auf 5 Volt und bekommt auch automatisch, deswegen habe ich hier kein Netzlabel vergeben, den Namen 5 Volt. Gleiches tun wir jetzt hier unten mit unserem Ground. Wir gehen auch hier wieder auf Spannungsquelle hinzufügen und setzen ein Ground-Symbol, GND. Wir sehen, dass wir jetzt hier verschiedene Grounds haben. Die machen dann Sinn, wenn wir zum Beispiel mit positiven, negativen Spannungen arbeiten etc. Aber normal für das normale Ground plus 5 Volt und Ground reicht dieses Symbol. Auch hier legen wir das Symbol einfach ab und ziehen jetzt hier mit der Taste W unser Netz. Ich ziehe das jetzt hier gleich mal hier rüber. Immer an den Ecken klicken, um die Bewegung zu vermeiden. Und ich lege auch hier wieder in die Mitte herein ab. Es entsteht ein Knotenpunkt. Selbiges tue ich jetzt hier mit den Grounds. Die sind hier nicht auf einen Pin zusammengefasst, wie bei meinem DAA-Modul im vorhergehenden Video gezeigt. Hier verbergen sich 2 Ground-Pins, die aber auf einen angeschlossen sind. Hier sind sie alle extra ausgeführt und ich muss sie hier separat verbinden. Damit haben wir das auf Ground. Und ich muss jetzt noch, wenn ich einen DAC-Check durchführe, werden wir gleich eine ganze Menge Fehlermeldungen sehen. Halt, wir müssen natürlich vorher noch annotieren. Annotation ist ganz wichtig, damit den Bauteilen entsprechende Nummern zugefügt werden. Also Connector 1, Modul, Funkmodul 1 und Arduino Uno 1 und Connector Koaxial 1. Wenn wir jetzt auf DAC-Check gehen und den starten, sehen wir hier eine ganze fürchterliche Menge Fehler. Warum ist das so? KiCad prüft hier alle unbelegten Pins. Die Pins, die ich also nicht benötige, muss ich, um diese Fehler zu vermeiden, als keine Verbindungssymbol hinzufügen. Das heißt also ein NC, ein temporäres nicht not connected Symbol hinzufügen. Das haben wir hier drüben. Ich klicke das an und kann jetzt hier diese Pins als nicht connected markieren. Das heißt, hier wird kein Wire angefügt. Ich mache das mal hier beispielhaft mit diesen 4 Pins und führe jetzt nochmal den Rule-Check durch. Und wir schließen das, es sind immer noch genügend, aber wir sehen hier, dass diese Fehlerpfeile jetzt verschwunden sind. Wir sehen weiterhin hier einen Fehler, der uns sagt, hier liegt keine Power an, obwohl du hier 5 Volt vergeben hast. Das ist eine Übungskünstlichkeit von KiCad, die daher rührt, dass über Bauteile hinweg geprüft werden kann, ob Spannungsflüsse oder Spannungsnetze richtig verlegt sind. Deshalb müssen wir hier nochmal in unseren Spannungsquelle hinzufügen gehen. Und wir fügen jetzt hier ein sogenanntes Powerflag hinzu, PWR, Powerflag. Das legen wir hier ab und fügen das aber nur einmal hinzu und verbinden auch dieses mit W hier an dieses 5 Volt Symbol. Damit teile ich KiCad mit, dass es sich hier um eine 5 Volt Spannungsversorgung handelt, die über diesen Pin
in das System oder in unsere Schaltung eingespeist wird. Genau dasselbe tue ich jetzt hier unten. Ich kopiere hier mein Symbol. Ich verlasse den Wire-Modus mit Escape, komme also wieder in meinen Cursor-Modus hier zu sehen. Drücke die Taste C, damit kopiere ich mir dieses Element. Und wir sehen auch hier den Fehlerpin und wir rotieren unser Symbol mit der Taste R und legen es auf derselben Linie ab. Und mit W für Wire-Modus ziehen wir hier auch eine Verbindung. Dieses Powerflex-Symbol muss ich immer dann setzen, wenn ich also über meine Power-Stromversorgung über Bauelemente hinweg ziehe. Was heißt das? Wir stellen uns vor, ich würde jetzt an dieser Stelle hier oben noch einen 7805 einfügen und ich würde hier statt 5 Volt 12 Volt einfügen, einspeisen, dann bräuchte ich also für meine 12 Volt Seite hier ein Powerflex-Symbol, hätte dann hier mein Bauelement 7805. Ich füge es mal ein, mal sehen, ob ich das jetzt hier auf die Schnelle finde. Genau, ich füge das also hier ein, ziehe dann mit W meinen Draht dran, würde dann hier weitergehen und müsste jetzt hier 5 Volt Einspeisung anlegen und wieder ein Powerflex setzen, um KiCad mitzuteilen, jawohl, hier fließt also Strom. Das an dieser Stelle mal beispielhaft gezeigt, soll aber jetzt hier nicht in diesem Schaltplan auftauchen, deshalb lösche ich es wieder weg. Das sind die ersten Schritte. Ich werde den Schaltplan jetzt mal fertig zeichnen und in einem nächsten Video werde ich euch noch einige weitere Hinweise geben und Dinge zeigen, die ihr beachten solltet. Das soll es erstmal hier gewesen sein und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal.